Ja, hallo Taschenmesserfreunde und herzlich willkommen. Ha, ihr seht schon an meiner professionellen Osterdeko. Ich habe sogar einen Weihnachts-Osterhasen. Wie krank ist das denn? War mal ein Werbegeschenk von Duracell. Total irre, ne? Das ist ja so wie Weihnachten und Ostern zusammen, heißt ja so schön, ne? Und darum hatten wir ja an Weihnachten so eine coole Aktion mit wirklich coolen Preise. Und ich habe gedacht, das ist wieder mal Zeit, Dankeschön zu sagen an alle meine Zuschauer. Und ich bin super unterstützt worden in den letzten Monaten und habe eigentlich hier ein ganzes Kistchen voller Victorinox Taschenmesser zusammenbekommen. Und da habe ich gedacht, da doch jetzt bald Ostern vor der Tür steht, ne, machen wir den mal hier nach hinten. Spielen wir hier mal ein bisschen den Osterhasen und hauen hier einfach mal, na, das gibt's nicht, nee, das ist mein schönes Kadett, das kommt wieder in die Tasche, das habe ich gerade gebraucht, immer um die Kamera hier drauf zu schrauben. Hauen wir hier mal dieses tolle Kistchen raus, na, nicht dieser Karton, sondern was hier drin ist. Und wow, das sieht doch mal richtig gut aus. Coole Sache. Komm, wir gucken uns die Dinger mal kurz an. Wir haben ja Zeit, oder? Habt ihr Zeit mitgebracht? Ist ja schließlich Sonntag. Aber in 4 Wochen ist schon Ostern, ne? 4 Wochen kommt der Osterhase angehoppelt und verteilt auf jeden Fall mal hier beim Hilbi auf dem Kanal ein paar schöne Ostereier an ein paar Leute von euch, ne? Mal gucken wir hier einfach mal hier mit an. Okay, das ist jetzt kein Victorinox. Das ist halt noch ein Original Wenger. Noch Original, steht noch nicht Victorinox drauf. Das ist sozusagen das Gegenstück zum Victorinox Huntsman von der Werkzeugbestickung her, mit dem kleinen Unterschied, dass hier die Klinge festgestellt werden kann, ne? Hat hier diesen Entriegler. Sonst die üblichen verdächtigen Säge, Schere, große Klinge und hier praktischerweise noch das Nagelwerkzeug anstatt der kleinen Klinge und feststellbar, ne? Das Modell heißt dann Evolution S17. Auch schön mit Wenger-Logo, ne? Die kriegen schon bald Seltenheitswert, ne? Die gibt es nicht mehr so oft. Da die ja jetzt überall Victorinox draufstehen haben. Aber so von den Werkzeugen und Funktionen her gibt es die natürlich auch noch im Victorinox-Sortiment. Also ein Wenger gibt es dazu. Hier haben wir einen Umbau. Ein Centurio mit diesen nachleuchtenden Griffschalen von Swiss Bianco mit schwarzem Clip dran. Ist natürlich auch ein cooles Teil. Die Schachteln stimmen irgendwie nicht mehr immer ganz zu den Modellen, aber das ist ja eigentlich auch egal. Hier noch ein schönes Modell mit verriegelter Klinge. Haben wir hier die Säge mit dran? Ah, jawohl, wir haben hier die Säge dran. Das ist so wie ein von der Bestickung her das Rucksack, ja, ist so wie das Trailmaster oder das Soldatenmesser, bloß haben die dort den Kreuzschlitz und die Sperrplatine, den Linerlock, während das nicht hier die seitliche Verriegelung ist. Auch kein schlechtes Modell. Schön alltagstauglich. Was haben wir noch ein großes? Hier steht zwar auch Rucksack drauf, aber ich glaube, das ist ja, das hat diese Griffschalen hier mit der Linerlock-Verriegelung. Sonst auch wieder die typischen Werkzeuge, die üblichen verdächtigen Säge und Korkenzieher. Glaube, das gefällt ihm Stefan so, dieses Modell. Hat er, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, hier haben wir dann nochmal genau den klassischen Trailmaster. Das ist sozusagen die zivile Zweihandversion vom Soldatenmesser. Sehr praktisches Teil. Auch wieder Säge, übliche Verdächtigen. Aber hier der fette Kreuzschlitz dran. Sehr cooles Teil. So, das waren es 4 fette, große 111er haben wir da. Und dann haben wir so ein paar kleine, die verschiedensten Modelle. Ja, da habe ich ein schwarzes Tinker aus den USA mal gekauft. Und da kam mal hier so ein Night Eyes Clip dran, ne? Kann man das Ringle wegmachen zum Beispiel und sich schön in die Hosentasche klippen. Ist natürlich der Karton nicht original dazu. Und da habe ich einen größeren gebraucht, damit das Messer noch reinpasst mit dem Clip. Aber die Kartons sind ja egal, ne? Hier steht drauf Huntsman, das könnte sogar stimmen. Ja, genau, das ist ein klassisches, original, neues Huntsman. Neue Serie, hat hier schon das
Loch für die Nadel noch, hat mein altes Originales noch nicht. Hat hinten auch schon den Pakethaken. Ne? Ein schönes, neues, universelles Huntsman. Ja, das wird ja super Ostern. Es geht weiter, das hört noch nicht auf. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen schönen praktischen Dreilayer, wenn mich nicht alles täuscht, ist das das Climber mit der Schere. Schön alltagstauglich. Gucken Sie, Loch für die Nadel ist drin, sonst die üblichen Verdächtigen, aber drei Layer mit Schere. Nicht direkt nicht ganz so dick auf und wenn man so einen Büroalltag braucht, so diese Holzsäge jetzt doch weniger, aber eine Schere gehört zu den sehr sinnvollen Werkzeugen und ich glaube, dieses Modell habe ich zweimal hier dabei. Jawohl. Nochmal das Modell Climber mit guter Schere. Ist manchmal besser, man schneidet was mit einer Schere ab, bevor man mit dem Messer rumfriemelt. Ne? So, und zum Schluss noch ein ganz kleines von mir. Eine Mini, der Small Tinker, genau, aus der 84er Reihe. Zwei Layer, aber mit Kreuzschlitz, Nadel und sonst oben hier die vier üblichen Werkzeuge. Wenn man das Ringle wegmacht, noch ein super Werkzeug für die Hosentasche. Trägt noch nicht zu groß auf. Tja, wie ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Und was müsst ihr dafür machen? Ist eigentlich ganz einfach. Hier gehören wir mal eine Glitzekleinigkeit. Ihr geht einfach hin, hat ja mit Sicherheit jeder eine Digicam oder ein Handy mit Fotofunktion. Schießt mir einfach ein Foto von eurem im Moment Lieblingsmesser, Lieblingstaschenlampe oder die Armbanduhr dazu. Euer EDC, ne, macht einfach so ein einfaches Foto von eurem Gear. Ne. Zack, so hier. EDC zusammenlegen, wäre natürlich super cool, wäre natürlich gesagt, boah, ich mag gar nicht nur Taschenmesser oder ich bin eher nur der Uhrenfan oder ich habe nur die Taschenlampe oder wie auch immer. Schießt mir mit eurem Handy oder einer Digicam einfach ein Foto von eurem Lieblings-EDC-Gear und schickt mir das bitte per E-Mail und nehmt natürlich bitte eure eigenen Bilder und klaut keine im Internet, ne? Sondern knipst schnell euer Lieblings- Gier, schickt mir das Foto an hillbilly@posteo.de. Ich blende die E-Mail hier ein und räumt mir natürlich bitte die Bildrechte dazu ein, dass ich das auch nachher vielleicht in einem Video zusammenschneiden darf und dass wir dann bei der Verlosung oder nach der Verlosung noch hinten dranhängen können als kleine Dia-Show, damit wir ja alle so ein bisschen sehen, was für coolen Stoff wir hier so mit uns rumtragen. Also schickt mir ein Foto von eurem Lieblingsmesser, Lieblingslampe, EDC-Gear, Armbanduhr, wie auch immer und gebt mir bitte eure Genehmigung dazu, daraus ein Video schneiden zu dürfen, dass wir alle etwas davon haben. Ne? Und unter allen Teilnehmern, das läuft natürlich bis zum, sag ich mal, Morgen des Ostersonntages, dort werde ich mich dann irgendwann mal hinmachen und das Verlosungsvideo schneiden und drehen und vielleicht dann aus den ganzen eingesendeten EDC-Bildchen einen Clip hinten dran zu hängen. Das heißt, ihr habt jetzt einen Monat Zeit, schnappt eure Digicam-Handy und knipst euer Lieblingsmesser, schickt mir ein Bild und schon seid ihr mit im Lospott. Und an Ostern wird dann hier dieser coole Oster-Nikolaus-Hase 10 Lose ziehen, die ein Victorinox bzw. 9 Victorinox und ein Wenger gewinnen können. Ja, und den Hasen, den gibt es natürlich sogar mit dazu. Den legen wir wo dazu? Den legen wir zu dem kleinen Tinker. Ich sag mal, das ist hier so das kleinste Messer. Da gibt es dann noch diesen Zombie-Mutanten-Weihnachts-Osterhasen dazu. Und ja, dann werden wir die Verlosung machen an Ostersonntag. Das ist dann, glaube ich, der 5. April, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr habt also genügend Zeit, mal ein schönes Foto zu schießen. Wenn ihr wollt und einen YouTube-Kanal habt, könnt ihr natürlich euren YouTube-Kanal
Namen, euren YouTube-URL-Namen mit in das Foto einbauen. Dann gibt es gleich noch ein bisschen Werbung für euren YouTube-Kanal, sofern ihr einen habt. Wenn ihr keinen habt, gut, dann halt nicht. Oder könnt eure Facebook-Adresse draufschreiben. Oder wenn ihr eine Homepage habt, wie auch immer, schreibt eure Adresse mit aufs Bild, wenn ihr da wollt. Wenn ihr natürlich nicht wollt, könnt ihr natürlich das Foto auch ganz anonym schicken. Ich brauche natürlich nur eure E-Mail-Adresse für den Fall, dass ihr gewonnen habt, dass ich euch anschreiben kann. Oder wenn ihr nicht wollt, dass euer Foto mit im Video veröffentlicht wird, dann schreibt doch einfach drunter, mein Foto bitte nicht mit ins Video packen. Oder jawohl, mein Foto bitte mit ins Video packen. Ne? Dann machen wir noch einen coolen EDC-Gear-Clip hinten dran. Okay Leute, das war schon lange genug gequatscht. Auch dieses Jahr wird der Osterhase für all meine treuen Zuschauer ein paar Präsente auf den Weg bringen. Ne? Bis dahin sage ich viel Spaß mit eurem Zeug. Ich freue mich schon auf eure Einsendungen und Fotos. Und tja, wir sehen uns natürlich bald hier zum nächsten Video und allerspätestens an Ostern, wenn wir hier diese 10 Taschenmesser verlosen. Und bis dahin sage ich, bleibt gesund, habt viel Spaß, immer schön Taschenmesser griffbereit halten. Wir sehen uns hier bald wieder beim Hillbilly auf dem Kanal, wenn es was Neues gibt. Und bis dahin, ciao Leute, macht's gut, bye bye.